Hallo Islander-Familie. Ich bin's wieder, euer Onion Dog. Alle da, alle da, alle da. Ja, sieht eigentlich gut aus, dann können wir doch anfangen, oder? Ja, aber kann es nicht warten. Warten, aber... Heute wird's mega nice. Also macht nochmal dramatische Musik. Und dann geht es auch schon wieder los mit dem Kommentieren, Parodieren und Analysieren. Hollywood ruft, ja, ist so. Mach, kriegst du Hauptrolle. Los geht es heute mal mit Ijana, die ja mittlerweile mehr oder weniger fest mit ihrem Danilo zusammen ist und deswegen mega strahlt. Ja, sie strahlt wie ein 3 Tage altes Brötchen. Ja, und dieser missmutige Gesichtsausdruck hat dann auch durchaus einen Grund. Ijana macht sich nämlich Sorgen um Melissa. Ich liebe dieses Mädchen wirklich. Das ist ganz klar nicht leicht für sie. Ja, Ijana, dass du Melissa liebst, das merkt man wirklich in jeder deiner Taten. Denn das hast du ja nicht zuletzt auch dadurch bewiesen, dass du ihr die einzige Möglichkeit gemacht hast, jemals in dieser Sendung glücklich zu werden. Okay. Ja, und Melissa selbst wirkt durch diese ganze Sache immer noch ziemlich am Boden zerstört und sagte unter anderem das hier. Ich kann einfach niemanden mehr kennenlernen, nicht hier und auch nicht in der kurzen Zeit. Und na, da wird sich Marcel aber freuen. Ja, später am Abend würden sich dann eigentlich alle gerne nochmal gemütlich auf die Couch draußen setzen. Und auch Samira wäre eigentlich gerne dabei. Kannst du bitte rutschen, Schatzi? Ja, dazu sagt Yasin dann nicht nur... Nö. Sondern drückt Samira auch gleich noch einen schönen Spruch. Ah, danke, dass du so schön gerutscht hast. Muss man sich verdienen erst. Dass Samira selbst ja aber auch mindestens genauso erwachsen ist wie ein Kindergartenkind, rächt sie sich an Yasin genauso niveauvoll. Gleich oder jetzt? Gleich. Gleich oder jetzt? Gleich. 3, 2. Ja, und in einer guten Beziehung würde jetzt ja eigentlich einer ein kleines bisschen nachgeben. Also machen die zwei das genaue Gegenteil. Yasin holt sich eine Portion Ersatzwärme bei Melissa. Und Samira benutzt Alex zum strategischen Konterkuscheln. Ja, und da kann ich, glaube ich, zum ersten Mal in dieser ganzen Staffel überhaupt einfach nur zu 100% Yasin zustimmen. Ich so Kinder manchmal echt... Dann später im Bett finden die beiden aber endlich heraus, was eigentlich ihr Problem ist. Samira hatte nämlich das Gefühl, von Yasin nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Nach dessen großem Geschäft. Ich bin doch zu dir rausgekommen. Nach dem ganzen Mädchen. Ja, soll ich nicht kacken. Und auch am nächsten Morgen beschäftigt die beiden das Thema dann durchaus noch. Und Yasin gesteht seinen Kumpels seine Gefühle. Und du achte bitte mal darauf, was Danilo da in seiner Hose veranstaltet. Und gestern, hier drinne, ich hab mich gefühlt wie ein Mülleimer. Ja, und Paarexpertenberater Danilo macht dann auch das, was er mit Abstand am besten kann. Den dümmsten Ratschlag geben, den ich jemals gehört habe. Naja, du bist auch nicht mehr ganz dicht, dass du dir das gefallen lässt. Ganz ehrlich. Ja, bevor das dann aber endgültig geklärt werden kann, wurde Yasin ins Sprechzimmer gerufen und bekam dort einige exquisite Sportgeräte. Ihr könnt schon mal Tschüss zu eurer Würde sagen, Leute. Auf geht's. Ja, und dann wollten eigentlich alle gemeinsam Sport machen. Nur Melissa hatte irgendwie nicht ganz so viel Lust. Schule hatte ich immer mein Hefte dabei, in der stand, dass ich, ist wirklich so, dass ich meine Tage hatte. Gefühlt jede Woche. Ja, ich hatte in meiner Schulzeit auch jemanden in meiner Klasse, der das genauso gehandhabt hat. Das einzige Problem war nur, es war ein Junge. Ja, als Sportlehrer und Vortänzer setzte sich übrigens diesmal Sydney ins Rampenlicht. Ich meine natürlich Pedro. Buenas tardes, mein Name ist Pedro. Ich wurde heute gebucht für Love Island. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Pedro hatte es wirklich drauf. Spannung haben in dem Körper. Dann wurden erstmal die Oberschenkel trainiert. Dann der Po. Und schließlich alles. Ja, und Melissas Trainingseinsatz bekam dann von Pedro auch durchaus ein paar lobende Worte. Melissa hat eine Hüftschwung wie eine Kobra. Moment mal, Schlangen haben doch gar keine Hüfte. Ich weiß. Ja, nach dem Training näherte sich Marcel dann nochmal ein bisschen Melissa an. Nicht zuletzt, weil sie ja so eigentlich die einzige Chance für ihn ist, dass er noch ein bisschen länger im Haus bleiben kann. Allgemein merke ich halt einfach, dass ich emotional noch nicht, denke ich, dazu bereit bin, jemanden... Ja, aber Marcel startete danach trotzdem noch einen Flirtversuch. Melissa dachte aber nur an was ganz anderes. Das Erste, was ich mache, ist, ich gehe zu meiner Mama und esse Spaghetti mit Wurstsoße. Ja, diese Abfuhr bekam dann Laura mit, die ja ihrerseits auch keinen wirklich festen Partner hat, und fragte Marcel gleich mal, ob sie ihm eigentlich gefällt. Ehrlich gesagt, optisch gar nicht. Mhm. Optisch überhaupt nicht. Ja, dieses Geständnis kam bei Laura natürlich super an, wie auch dieses intensive Gespräch hier beweist. Dann. Gut.
erstmal was zu trinken, glaube ich. Ja gut, aber für Laura war Marcel ja ohnehin nur Plan B. Denn es gibt da ja immerhin noch den Beton-Misha, dem sie auch gleich mal ein wundervolles Kompliment machte. Ich dir einfach mal sagen wollte, dass mir aufgefallen ist, dass du richtig aufmerksam bist und dass ich das voll schön finde. Ja, Misha ist der mit Abstand aufmerksamste Mann im Haus. Nö. Und freute sich nicht nur über dieses Kompliment, sondern gab auch noch eines zurück. Ich würde mich freuen, wenn wir uns... Oder wenn ich deinen Charakter näher kennenlernen dürfte. Ja, für mehr als den Charakter reicht es bei Misha Spaghetti ja auch nicht. Laura freute sich aber trotzdem darüber. Hey. Ich freue mich übertrieben gerade. Ehe die beiden dann aber über ihre Charaktere herfallen konnten, gab es mal wieder eine Nachricht. Ja, in der Nachricht wurde dann eine Wahrheitschallenge angekündigt, auf die scheinbar nicht mal der Moderator irgendeine Lust hatte. Unser Spielteam hat sich heute mal wieder selbst untertroffen. Okay, Eyeliner, dann lauf doch mal wieder in Zeitlupe dahin. Keine Ahnung warum, aber wenn's ihnen gut tut. Das Spiel lief so ab, dass sich einige Eyeliner auf eine Plattform über ein Wasserbecken setzen mussten und danach Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Anderen Eyeliner konnten dann darüber abstimmen, ob sie denken, dass das stimmt oder nicht. Und wenn nicht, gab es ein nettes Bad im Wasserbecken. Ein besonderes Highlight war zum Beispiel diese Frage hier an Danilo. Hattest du jemals aufrichtige Gefühle für Melissa? Ja, und ich bin ehrlich, ich hätte jetzt hier mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit der Wahrheit. Nein. Es war schön mit ihr, ich hab's genossen, aber richtige Gefühle sind nicht entstanden. Eine andere schöne Frage war, ob Yasin denkt, dass er bisher Samiras bestküssender Partner ist. Nein, ich bin nicht ihr bester Küsser. Oh shit. Ja, aber eines muss man Yasin ja schon ein bisschen lassen. Schlagfertig ist er manchmal. Ich meine, sie war auch nicht meine Beste. Aber sag doch mal, Yasin, was genau macht Samira denn beim Küssen falsch? Ab und zu sabbert sie um mein Bad herum. Ebenfalls interessant war noch diese Frage hier an den Betonmischer. Legst du viel Wert auf die Anzahl deiner Follower? Okay, Misha, da bin ich jetzt ehrlich mal gespannt. Ja, ich lege schon viel Wert drauf, weil ich damit auch beruflich weitermachen möchte. Warte mal, du willst beruflich als Instagram-Model durchstarten? Dass das klappt, glauben nicht mal die anderen Eyeliner. Die Eyeliner glauben dir nicht. Kurz nach dem Spiel wurde von RTL 2 dann mal wieder ein krasses Geheimnis gelüftet. Auch Lina hat einen heimlichen Lover. Oh Gott, Lina, stell ihn uns doch bitte mal vor. Das hier ist mein Teddy, mit dem ich jede Nacht übernachte. Was, ein weiterer Nebenbuhler? Das konnten sich die beiden bestschleichenden Männer im Haus natürlich nicht bieten lassen. Ja, und dann gingen die beiden mit Ted erstmal in den Garten und Ted führte einige interessante Dialoge. Hallo Teddy! Hallo Misha! Warum lachen die Spastis? Ja, und die ganze Aktion kam bei den Frauen irgendwie nicht ganz so gut an. Sie sprechen echt mit dem Teddy, die sind geistig gestört. Samira, ich meine, du bist freiwillig mit Yasin zusammen. Da finde ich Ted ehrlich gesagt deutlich sympathischer. Ja, was die Frauen allerdings auch nicht unbedingt erfreute, waren Alex' Malkünste. Alex malt mit den Fingern. Thema des Bildes, sein Hormonhaushalt. Ja, allerdings malte Alex nicht etwa eine Fleischwurst, wie man jetzt ja vielleicht denken könnte, sondern eine Niere oder so, was gerade die Jana offensichtlich wirklich schrecklich fand. Immerhin, Laura freute sich dann aber über dieses wundervolle Organ. Hast du selber gemalt? Mhm. Wunderschön. Ja, und eigentlich dachte ich dann, die Folge müsste langsam zu Ende sein. Aber dann gab es plötzlich nochmal eine Nachricht! Ja, und die kam diesmal von Janaina, die aus irgendwelchen Gründen nicht mal selbst gekommen ist, sondern lieber eine TikTok-Nachricht verschickt hat. Das Budget von RTL 2 scheint echt aufgebraucht zu sein. Bitte geht jetzt alle zur Feuerstelle. Die Mädchen dürfen wählen. Ja, die erste bei dieser Paarungszeremonie war dann Vivi. Und deswegen fällt meine Entscheidung auf Sydney. Dann Samira. Deswegen entscheide ich mich heute für Yasin. Schließlich Lina. Ja, die Person, die ich wähle, ist Roman. Danach Laura. Deshalb entscheide ich mich für Misha. Und dann kam mit Melissa die einzige Frau, bei der es ein bisschen spannend ist, wen sie nun wählt. Aber wer das sein wird, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge, in der außerdem auch noch das hier passiert. Baby-Alarm auf Love Island. Wenn du meine Parodie dazu nicht verpassen willst, dann abonniere doch jetzt unbedingt meinen Kanal. Aber eigentlich musst du das sowieso tun, denn sonst beleidigt auch dich morgen ein Teddy. Gut, also da oben ist wie mein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Da unten ist mal wieder die Playlist mit allen Love Island-Videos. Und da ist der niedlichste Abo-Button der Welt. Oh, und was ich schon immer einmal sagen wollte, Elche können bis zu 6 Meter tief tauchen.